So, hallo, ich bin's wieder, euer Manuel. Ich spiele heute mit den M22 Locust auf der Map Prokurovka. Hä? Ja, Proko. Irgendein Dingsbums da. Ist eigentlich egal. Ja. Ich werde hier oben in ein Gebüsch fahren, werde mich hier verstecken und werde ein bisschen runtersnipen. Ich habe Hälfte normal, Hälfte Premium-Munition. Ja, weil man kann ja die Premium-Munition jetzt auch mit normalen Kritikpunkten kaufen. Ist natürlich einerseits gut und andererseits auch schlecht, weil es kann natürlich auch alle die Premium-Munition jetzt nutzen. Wir sind besser, aber es kostet halt auch richtig viel Kohle. Ja, ich finde, man kann sich das schon mal leisten. Jetzt nicht bei jedem Panzer. Der Panzer, der geht so 65 km/h, wenn mir nicht alles täuscht. Ich habe ihn so um Weihnachten gekauft, weil da die ganzen Premium-Panzer so fast um die Hälfte runtergesetzt waren. Ich hatte noch Gold übrig, dann habe ich mir gedacht, ich kaufe mir so die Tier 2 bis 3 Premium-Tanks. Ziel gesichtet. Ja, wie ich in anderen Video schon erwähnt habe, ich mag mehr kleinere Panzer. Es kann jetzt vielleicht blöd klingen, ich mag kleineres. Nein, Spaß. Der Noah mit dem anderen Video sitzt übrigens neben mir, zockt auch gerade. So, jetzt muss ich natürlich hier warten, bis die Gegner kommen, ist ganz klar. Natürlich ist es auch eine gute Scout-Position, das heißt, wenn ich hier drin bin, schnell hierher fahren, quer durchs Feld. Panzerung nicht durchschlagen. Na gut, da kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht aufs erste durch. Sehr guter Schuss. Hey, ist da gerade ein Arm aus dem Panzer geflogen? Erledigt. Panzer getroffen. So. Dann ist natürlich jetzt nicht gerade das Gaub. Kanone, aber ist halt ein schneller Panzer, man kann schnell hier hinfahren. Wir haben so, wie es ausschaut, bin wir jetzt gerade, aber das kann sich natürlich noch ändern. Ich finde die Position hier sehr gut. Keine Chance, da durchzuschießen. Man braucht halt auch einen schnellen Panzer. Panzer getroffen! So, schon habe ich einen gekillt. Natürlich wäre es jetzt besser, wenn ich hier auch noch dass ich mehr sehen kann oder weiter sehen kann, das Dings drin hätte. Aber ich hab's noch nicht. Schnelligkeit kann überhaupt gut sein. Ich kann auch einfach so ganz schnell rumfahren, ohne dass mich jemand so erwischen könnte oder sofort erwischen kann. Natürlich haben, wenn der Panzer schnell geht, hat auch nicht so eine gute Kanone. Panzerung. Weil mehr Panzerung, dann wiegt er natürlich auch mehr und dann kann er langsamer fahren. Muss er langsamer fahren. Oder kann ich so schnell fahren? So, jetzt fahren die anderen auch vor, dann fahre ich auch mal aus meinem Versteck raus. Natürlich klappt es nicht immer, da oben zu campen. Scheiße. Natürlich sollte man seine kleinen Baum umfahren, weil es dann wenn es zu schnell geht. Ziel gesichtet. Vorher hatte ich ich habe jetzt zu Weihnachten habe ich neues Equipment alles so bekommen. Und da hatte ich zuvor eine Funktastatur und wenn ich Taste so ungefähr Minuten oder so gedrückt habe, dann hat das Signal einfach abgebrochen. Ja, jetzt als erstes müssen wir mal feststellen, ob der Panzer überhaupt sich wendet. Tut aber nicht, also versuche ich ihn zu killen. Jetzt warte ich erst, bis die anderen drauf schießen. Scheiße. Hat wohl nicht geklappt, meine Taktik. So, jetzt kann ich als erstes natürlich hinfahren, um den Stützpunkt zu erobern.
Natürlich steht da oben auch wieder irgendein Panzer, den wo ich abknallen kann. Jetzt. Treffer! So, Marder 2, der ist sehr wichtig. Ich habe gute Kanone. Hier steht auch noch Arti. Muss ich aufpassen. So, haben wir vernichtet. Tun den Stützpunkt noch immer erobern. Ich kriege jetzt ziemlich viele Punkte, weil ich als erstes im Stützpunkt war. Und bin gerade am erobern. Jetzt kommen noch zum BT-7 dazu. Und jetzt kommen die anderen zwei Panzer noch, die bei mir in der Nähe mit waren. So. Guter Schuss, Kanonier. Schön auf den Marder 2 schießen. Das ist ja Jagdpanzer. Jagdpanzer heißt gute Kanone, kann weit schießen. Muss aber nicht. So, haben wir ausgeschaltet. So, wir haben natürlich gewonnen. Ja, ist gut gelaufen. Schauen wir mal in die Teamauswertung. Ich war der Beste. Der Beste in dem ganzen Spiel sogar. Hab gar kein Leben verloren. Schüsse abgegeben 22. Ich hätte bloß noch 3 normale Schuss gehabt. Direkte Treffer habe ich 16. Wirkungstreffer 14, Schaden 444. Treffer erhalten, einen, aber der ging nicht durch. Ich weiß nicht, von wem der war. Gegner entdeckt habe ich 2. Gegner beschädigt 6. Gegner zerstört 3. Schaden durch Aufklärung 210. Also die, wo ich entdeckt habe, die 2, die haben wegen mir 210 Schaden erhalten. Eroberungspunkte habe ich 52 von 100, weil ich natürlich als erstes in der Basis war, oder ich glaube mal, das kommt, geht von 100 aus. Dann gefahren, ja, wird wohl keinen interessieren, wie weit ich gefahren bin. 12.389 Kreditpunkte habe ich bekommen. Letztendlich habe ich das so bekommen. Dann Erfahrung habe ich 1014 bekommen. Weil, ja, aber ich kann ja nichts weiter forschen, weil das ja ein Premium Panzer ist. Shit. Ja, insgesamt lief es eigentlich gut. Die Taktik ist aufgegangen, so wie ich das machen wollte. Mit Premium hätte ich natürlich viel mehr bekommen, aber ich habe natürlich kein Premium. Und ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, könnt ihr ja in den Kommentaren schreiben oder, keine Ahnung, mich abonnieren oder uns abonnieren, weil ich und mein Cousin führen ja den Kanal. Und ja, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch. Was euch nicht gefallen hat, könnt ihr ja einen Daumen runter machen oder eben schreiben, was wir noch besser machen könnten. Ja, dann tschüss, bis zum nächsten Mal.